Leute, herzlich willkommen zurück zu Turmöl. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wir haben 32k auf dem Konto. Ja, wir waren Ricardo. Unser Ölbedarf bringt uns in die Wüste. Hier kannst du die felsen Diamanten im Boden stöbern. Lass uns mit der Aktion beginnen. Auktion beginnen. Genauso sieht's aus. Wir gehen nämlich jetzt in die Wüste und wir schauen einfach mal, wo die anderen so hinwollen. Ich nehme mal den Claim hier. Oder wir gucken einfach mal. Oh, der wird sich gut verteilt hier. Dann gehen wir einfach hier hoch, oder? Ja, dann kriegt man hier den Zuschlag. Passt doch. Keine Lust zum Felsen herum. Falls du einen Diamanten siehst, brauchst du einen Maulwurf, um ihn aus dem Boden zu bekommen. Ich kann ihnen diese wertvolle Fähigkeit beibringen. Oh. Keine Lust zum Felsen herumzulaufen, dann gehen wir mit diesem Spezialbohrer durch ihn durch. Okay. Spezialbohrer für die Felsen. Na dann. Ach du Scheiße, der kostet 30.000. Ich glaube, wir müssen bei der Bank ein kleines Darlehen bitten. Scheiße. Mist. 5000, ja, und dann? Und dann? Wie krieg ich das Darlehen? Ach so, das hat man dann automatisch schon. Okay, dann müssen wir mal schauen hier mit diesem Spezialbohrer. Den will ich echt nehmen. Zack. So, dann brauchen wir ja bei der Bank. Brauchen wir gar nicht mehr. 2000 ja nur. So, machen wir das. Graben. Okay. Da sind wir aber blank jetzt. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch den Maulwurf. Ey, lol, das wird ja übel. So, pass auf, jetzt müssen wir erstmal hier ganz schnell was suchen. So. Ja, mit dem Maulwurf. Stimmt, ey. Jetzt können wir keine Diamanten rausholen. Das ist ja blöd. Okay. Nehmen wir mal den hier. Durch Felsenbohren. Du kannst ja die Plattform aufrüsten. Ach Gott, jetzt müssen wir das auch noch. Müssen wir das auch noch erst aufrüsten, das ist ja assi. So, schauen wir mal ganz kurz, wo hier das Öl ist. Oh, da haben wir es schon. So, jetzt haben wir erstmal Kohle am Start. Da müssen wir natürlich mal schauen, wie das jetzt wird. Hier geht's in der Right Inc. geht's gerade etwas nach oben. Wir haben ja wieder bis Dezember Zeit. Wir mussten bis jetzt immer vorher oder haben bis jetzt immer vorher beendet, weil man eben alles schon erschöpft hatten. Ich würde noch ganz gerne mal warten, dass das hier noch ein bisschen nach oben geht. Na? Hier, der fördert ja schön, ist ja eigentlich alles easy. So. 72 Cent ist natürlich sehr wenig. Das könnte ruhig etwas schneller gehen. Die Wagen sind fast voll. Schicken wir mal zwei auf jeden Fall los, die schon mal pendeln können. 75 Cent. Okay. Ist das aber auch noch alle? Nee, oder? Oh, hier geht es gerade richtig steil nach oben. Dann direkt hier noch ein Türmchen hin. Einmal nach unten bohren. Ah. Hier sind wir fast bei einem Dollar. Ab einem Dollar können wir auf jeden Fall gut verkaufen. Da ist es doch schon. Oh, das scheint ein größeres zu sein. Auf jeden Fall ein größeres Gebiet, Freunde. Wie viel kostet das hier rüber zu bohren? Okay. Brauchen wir noch Wagen? Tun wir die Wagen auch gleich mal aufstocken. Oh, 1,12. Hier ist mehr los, hier ist mehr los, hier ist mehr los, hier ist mehr los. Alle darüber, alle darüber, alle darüber. So. Jetzt machen wir zumindest schon mal ein bisschen Kohle.
Das ist doch schon mal sehr gut. Einen Turm werden wir auf jeden Fall hier noch hinbauen müssen. Da haben wir auch schon wieder angezapft. Es ist schon wieder vollbracht. Wir haben angezapft. Und haben hier einen richtig fetten Preis. Da geht die Post ab, Bitches. Sehr gut, sehr gut. Dass hier auch immer noch Öl kommt, ist natürlich krass. So, jetzt setzen wir mal hier noch zwei so eine oder drei so eine Hempels hier hin und bohren einfach mal. Könnten wir fast noch einen Turm setzen, ne? Bohren einfach mal hier rüber. Es ist vollbracht, wir haben angezapft. Da 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 da. Oh, hier drüben auch. Oh fuck. Verzweigungslimit erreicht, das ist ja natürlich sau doof. So, warte mal, dann können wir hier erstmal ganz kurz ein Päuschen machen. Mit Verkauf. Obwohl, über einen Dollar noch. Komm schnell weg. Oh. Alles gut. Über 70 Cent und so kann man definitiv alles machen. Über 80 Cent. Entschuldigung. So, und jetzt können wir hier ein bisschen einlagern. Wir haben angezapft, denn es ist vollbracht. Da, da, hier hätte sich halt echt ein Turm gelohnt, ne? Es ist zum Heulen. Felsen, okay. Ja. Okay, dann einmal durch. Und da haben wir doch das Öl. Das war echt blöd hier. Das war echt blöd. Das ist auch leer. Können wir direkt hier rüber bohren. Da, 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 da. So. Mal schauen, wo wir hier noch was finden. Das sieht nämlich ganz nice aus. Oh shit. So, erstmal hier ist Max. Oh, da können wir verkaufen. Hier über einen Dollar schon wieder. Das ganze Öl weg auf jeden Fall. Und hier kommt schon das nächste. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier richtig gut gefunden. Muss man wirklich sagen. Also das passt auf jeden Fall. Das ist natürlich doof. Hier muss noch was sein. Mit dem. Wir schicken mal noch drei los. So, bohren auch mal hier runter. Wer hat jetzt gepfiffen? Ach, da ist auch noch einer. Okay. Ein Dollar noch. Das ist gut. Ah ja. So. Zack, 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 zack. Hier ein bisschen gescheit ausbauen. Oh Gott. Umswitchen. Umswitchen, umswitchen, umswitchen. Hier können wir nicht. Scheiße, brauchen wir echt noch einen Bohrturm? Ach, das ist doch Müll. Drei Abzweige wären halt auch cool, ne? Das ist leer, 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 leer. Alles leer. Wir haben auch schon August, ne? Darf man auch nicht vergessen. So. Diamanten haben wir bis jetzt aktuell aber auch noch nicht gefunden. Aber wir haben ganz gut Cash gemacht eigentlich. 15.000 nehmen wir mit. Mal gucken, was wir hier noch rausholen können aus dem einen. Ich
wundert, dass in den tieferen Regionen gar nichts ist hier. Zap, und da sind wir drin. Haben wir unseren Snorsel reingehängt. So. Hier brauchen wir noch ein Türmchen. Ist auch schon wieder alle hier drüben. Ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Es ist auch schon wieder alle. Lol, was war denn das für eine Nullnummer? Das war ein schöner großer hier. Na. So, einmal hier durch. Da ist es. Oh, das ist ein etwas größeres. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier kommt auch nichts mehr. Was ist das hier? Ah, da ist auch schon fast nichts mehr drin. Ja. Da können wir auch zu zweit raus tutschen. Ganz gechillt. Und hier haben wir nicht aufgepasst. So. Und jetzt, Freunde, da mit der Nachtsonne, gibt's erstmal Kohle. 90 Cent. Naja, komm, das ist eh gleich leer. Das wollen wir mal noch für ein gutes Geld verkaufen. Lass mal noch ein bisschen was einlagern. Weil da links, auf der linken Seite, es geht nochmal ordentlich nach oben. Ja. Dann einmal alles weg. Da ist auch leer. Und das bedeutet, wir machen nochmal richtig Cash. Flups. Flups. Alle. Und wir haben Dezember. Schulden, Zinsen. Level anhalten. Diamanten wurden denn jetzt gar nicht angezeigt, ne? Oh, Spielagestrafe 2000 dagegen. Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Na gut, aber in diesem Sinne haben wir ganz gut abgeräumt. Also das war eigentlich ganz sweet. So, was wir jetzt hier noch machen können. Fürs nächste Mal, Freunde. Wir können uns mal hier den Maulwurf noch gönnen. Oder... Oh, der Scanner wäre natürlich auch geil, ne? Timer. Naja, wegen hohem Druck hier. Das könnten wir auch noch machen. Die Größe vom Tank ist eigentlich erstmal Quark. Darlehen. Achso, das müssen wir ja gleich zurückzahlen, okay. Okay. Bonus für aufgebrauchtes Öl, das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Schauen wir mal kurz in die Kneipe rein. Tipp des Bürgermeisters. So, komm, auf das Ding. Was schreibt er denn? Wenn ein Wunschelroutengänger mit einem tiefen Upgrade zum Bildschirm läuft, bedeutet das, dass es keine unberührten Ölflecken im Boden gibt. Okay. Wissen wir das schon. So, einmal öffnen. Falls du keinen Silo-Platz mehr hast, kannst du auch Waggons verwenden, um Öl zu lagern. Oh Gott, wer macht denn sowas? Das ist ja der Wahnsinn. So, im Felsen herumbohren kann billiger sein, als Geld für eine Plattform-Upgrade abzugeben. Bedenke, dass Upgrade deine Pipelines teurer sind. Ja, gut, das ist natürlich klar. So, dann schauen wir uns hier das nochmal an. Das Verbinden von Rohren von einer aufgerüsteten Plattform mit Rohren einer nicht aufgerüsteten Plattform wird die Upgrades in das neue Netzwerk kopieren. Dies kann günstiger sein, als für Upgrade getrennt zu zahlen. Mhm. Okay. Breche einen Scam ab, der im Gange ist, indem du irgendwo über den Boden klickst oder klicke einfach mit der rechten Maustaste. Okay, alles klar. Haben wir hier schon mal ein paar Infos bekommen. Was will er?
Keine Lust mehr auf niedrige Preise, steckt das Geld 1700 unter 75 Cent. Das lohnt sich nicht. Wenn kleine persönliche Spende wird unser Preisen kommen ja. Oh, 8000 will er dafür, ne? Spiralstrafe. 650, das können wir machen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, gönnen wir uns jetzt mal den Maulwurf. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da können wir das auch machen, ja? Ne? Bis dahin, euer Manus. Tschüss!